Heute wärst du in deinem Bräutigam. Wir haben keinen Bräutigam. Wir haben keinen? Braut ohne Bräutigam? Das ist aber traurig. Heute suchst du schon einen, ne? Heute suchst du schon einen, ne? Stehe ich wirklich gerade hier auf meiner eigenen Hochzeit? Da muss mich doch wirklich mal einer kneifen. Hallihallo, ich wollte mich mal melden. Ich habe gerade einen Anruf von dem Veranstalter. Nämlich das Problem ist in Hamburg. Ich weiß nicht, ob warum es Hamburg. Neue Regelungen vom Senat, die nicht so gut aussehen. Ich habe vielleicht auch so weit gedacht. Tut mir leid. Es ist alles so surreal und unfassbar, dass es nach dem ganzen Hin und Her, so vielen Tränen, Verzweiflung und Ärger, nun doch mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Also der erste Moment war, die Mädels jetzt hier alle zu haben. Das habe ich so tausendmal durchgespielt. In diesen schönen Roben. Liebe Ann-Kathrin, liebe beste Freundin, ich hoffe bald, ein Gucci von euch beiden auf dem Arm zu halten und es so zu schnuppern wie du meine Babys. Ich liebe dich. Nicht, dass ich liegen falsch messe. Die kann man nicht falsch machen. Ich begrüße euch und Sie alle recht herzlich zu diesem Traugottesdienst hier in der kleinen Kirche in Bebelin. Die Feier heute lässt sich im Grunde genommen mit einem einzigen Wort umschreiben, ein Wort mit vier Buchstaben. Wir sehen uns ja gleich. Amen. Amen, das ist Hebräisch und heißt übersetzt, so soll es sein. Da sitzt ihr beide nun hier, liebt euch auch nicht erst seit gestern. Nein, aber eben darum, Amen. So soll es sein und vor allem, so soll es bleiben. Selbst wenn du mir zwischendurch kollabierst, dann reanimier und dann wirst du trotzdem. Jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Wir schaffen das. Und so frage ich dich, Stefan, willst du Ann-Kathrin als deine Frau auch weiterhin lieben und achten, ihr vertrauen und für sie sorgen? Ann-Kathrin, willst du Stefan als deinen Mann auch weiterhin lieben und achten? Willst du mit ihm lachen und weinen, reden und schweigen? Willst du mit Ann-Kathrin alt werden und das Geschenk eurer Liebe bewahren, solange du lebst? Ja, Gottes Hilfe.
trage diesen Ring zum Zeichen deiner Treue. Und nun dürft ihr euch küssen. Mein Ehemann. Weißt du, was mich am meisten glücklich macht? Nicht nur die Liebe zwischen uns, doch vor allem unsere tiefe Freundschaft. Danke für deine Liebe, danke für dein Verständnis, danke für den Freiraum, den du mir gibst und mich immer noch zum Lachen bringst. Ich liebe dich über alles. Besser spät als nie hat meine sehr geliebte Tochter Ann-Kathrin sich zu einer selbstbewussten, durchsetzungs- und willensstarken, fleißigen, liebevollen, naturverbundenen und wunderschönen Frau entwickelt. Anni hat natürlich auch Glück, dass sie Stefan ertragen kann. Also wir freuen uns schon seit vielen Jahren über seinen etwas speziellen, sagen wir mal, schlüppigen Humor. So gebe Gott euch für euren gemeinsamen Weg seine Kraft und seinen Segen und schenke euch auch weiterhin immer wieder diese kleinen, wunderschönen und wunderbaren Augenblicke, in denen ihr dem anderen sagt, ja, du hast vor Jahren einmal mein Herz berührt und du tust es immer noch.